allein die Musik ist ein Wahnsinn. Und hiermit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Violent Hearts The Great War spielen wir. Musik ist urtraurig. So, um was geht's da? Um Krieg? Ich glaube, es werden vielen gefallen, bleibt dran auf jeden Fall, der Schluss ist extremst hart. Und ja, ich möchte euch aber allerdings nicht zu viel spoilern, es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Und es steht auch schon lange auf meiner Liste, auf meiner To-Do-Liste von Let's Plays. Ja, und wir schauen gemeinsam rein, wir drücken einmal, gut, neues Spiel. So, dieses Spiel speichert automatisch, ja, wenn man dieses Zeichen da unten sieht, rechts unten in der Ecke, Wahnsinn. Der ist schon Ubisoft. August 1914. Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand, erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Aufgrund seiner Bündnisverpflichtungen begann Frankreich, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Wenige Stunden nach Ausrufung der Generalmobilmachung wurden die in Frankreich lebenden Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Karl war einer von ihnen. Wenige Tage nach Karls Abschiebung forderte der Krieg einen weiteren Tribut und trennte Marie von ihrem Vater Emil. Schweren Herzens verließ Emil seinen Hof, um sich in Sermiel zu den Waffen zu melden. So wie Millionen anderer hatte er nicht die geringste Ahnung, welches Schicksal ihn erwartete. So, wir können uns hier das erste Mal bewegen. Wie man sieht, es ist nur 2D. Ich kann leider Gottes mit dem rechten Analogstick nichts machen. Man hört's. Trotz all dem ist das Spiel eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. So, wie wir schon gesehen haben, es ist Krieg und ja, was braucht man in den Krieg? Soldaten. So, Karl wurde abgeschafft, also in den Krieg schon einberufen und er ist der Nächste, Emil halt. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie, ja, das hier alles vonstanden geht. Ja, ich gehe schon rein. Machen wir mal unsere Grundausbildung, kriegen wir mal unsere Uniform und allen möglichen Blödsinn halt. Ich gehe schon, ja, ich gehe schon. Sprinten kann ich hier leider Gottes noch nicht. So sehen wir halt aus. Viva la France. So, ich soll zurückgehen und den Typen sagen, dass er das Horn blasen soll. Das ist halt er. So, wir rücken aus. So, da zeigt er mal den Daumen nach oben. Das heißt, ich habe das gut gemacht. So, und an die Steuerung muss ich mich ein bisschen gewöhnen. Ja. An Strohpuppen ist nicht das gleiche zu trainieren wie an einen echten Menschen vielleicht. So nehmen wir auf. R2. Zack. Na? Achso, mit X. Ich bin das gewohnt von Call of Duty, dass man einfach loslässt. Ja, ist eh klar. Ach Gott. Dieses X. So, geht schon. Bombardement.
So, nehmen wir gleich noch eine mit. Vielleicht brauchen wir noch eine. Ich habe keine Ahnung. So. Hinter die Deckung schießen. Sollte eigentlich ausgehen. Man sieht, wie lange die Granaten gebraucht haben früher, bis sie mal explodiert sind. So, auf mit dir da. So, na dann. Sprint man mal los, oder? Ja, 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 ich hieße die Fahne. Ich habe sonst nichts anderes zu tun. Republik auf Frankreich. Meine liebe Marie, wir sind jetzt auf dem Weg nach Paris. Allseits herrscht eine seltsame Euphorie. Ich hoffe, die Ernte verläuft gut. Scheue dich nicht, unsere Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es sind großmütige Leute. Ich schreibe dir bald. Bitte küsse meinen kleinen Enkel von mir. Auf der Suche nach seinem Regiment traf Emil an Bahnsteig 21 des Pariser Bahnhofs auf den Mann, an dessen Seite er bald kämpfen würde. Auf den Mann, der ihm Kamerad und Freund werden sollte. So, diesen jungen Mann, den müssen wir jetzt ein bisschen helfen da. Der schau, wenn ich da jetzt hingehe, der drückt mich halt da richtig weg. Da kann ich dran ziehen. So, die sind mal auf der anderen Seite weg. Jetzt muss er sich nur noch um die eine andere Seite da halt kümmern. Schauen wir mal, was wir da machen müssen. So, er will Wein haben, damit ich da durchkomme. Da haben wir Wein. Allerdings mag er keinen Rotwein, er mag Weißwein. Ja, da hinten war der Säufer. Wir warten, bis er das da hinstellt. Und nehmen ihm einfach die Flasche weg. Bitteschön. Ja, und jetzt verpiss dich, Arschloch. Franzosen. Wirklich. So. Gehen wir da weiter. So, der lässt mich nicht drauf. Der will auch irgendetwas. Er will Musik haben. Hier haben wir Musik. Da geht's nicht weiter, okay. So, und die müssen wir jetzt in die richtigen Reihenfolge anklicken. Beginnen wir halt mal mit ihm. Ah, das ist schon mal der erste Richtige. Der zweite Richtige. Ah, verdammt. Okay, gut. Einmal, zweimal. Dreimal. Und viermal. So, die feiern da eine Party. Hört auch in Krieger mal. So, da gehen wir rauf. Und da hinten haben wir irgend so ein Versteck. Dankeschön. Was sich das allerdings bringt, weiß ich bis heute nicht. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. So, jetzt sind wir da oben. So, jetzt haben wir ihn befreit, also befreit. Jetzt wird er nicht mehr angegangen. Und diesen Rüppeln. Und wir können mit ihm reden. August 1914. Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. Jo. Schaut mal, wie der geht. Als hätte er sich auch geschissen oder sowas. So, wir attackieren. Was ziemlich unlogisch ist, aber ja, passt schon. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt schwere Artillerie, die da auf uns schießt. Das sieht man da an den schwarzen Punkten da am Boden. Da müssen wir uns fernhalten. Wenn wir da reinlaufen,
Ja, dann werden wir zerschreddert. Eh klar. So, ja, ja, immer geradeaus weiter. Zack, bumm, er rennt rein. So, das sieht man schon richtig. Oho. Ja, ja, das war jetzt ein bisschen zu langsam von mir. Aber die Speicherdinger sind eigentlich ziemlich nett, muss ich sagen. Da dürfen wir jetzt nur nicht zu weit nach vorne gehen. Nämlich jetzt kommt das Maschinengewehr auch noch da mit rein. Da sieht man's. Da, da, wenn ich da eine renne, bin ich auch hier. Das war knapp. So, und vor. Genau. Das sind die ganzen Leichen, man sieht das. So, immer aufpassen da. Gott sei Dank. Huhuhuhu. Ja, ja, so wie in richtigen Krieg. So, und das gehört so. Mademoiselle Marie Chaillon, Soldat Emile Chaillon aus dem 150. Infanterieregiment, wurde am 21. August 1914 durch gegnerisches Feuer verwundet und musste sich dem Feind ergeben. Wir hoffen, dass Sie baldigst Nachricht von ihm erhalten. Freddy, ein in Frankreich lebender Amerikaner, meldete sich gleich zu Kriegsbeginn freiwillig zur Fremdenlegion. Hinter seiner Kühnheit verbarg sich ein Mann, der von den Schrecken des Krieges gezeichnet war. Ein Mann, der nur an eines dachte: jene zu strafen, die sein Leben zerstört hatten. In der Schlacht an der Marne fand Freddy schließlich eine Spur des Regiments, das von Baron von Dorf befehligt wurde. So, das machen wir noch. Dann machen wir Part Ende, würde ich vorschlagen. So, er kann diese Teile da zerschneiden. Mhm. Ganz ein wiffer Typ. Ein Moment, ja genau, mit Viereck war das, dass man da draufschlagen kann. Da braucht er ein bisschen länger natürlich. So, da haben wir mal eine Granate. Ah ja, ach so, ja, 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 ich verstehe. Genau. Ganz, ganz wichtig. Die Granate nehmen wir uns wieder mit. Ja, ich soll die Brücke sprengen, das werde ich gleich machen. Keine Panik auf der Titanic jetzt da. Wir gehen da weiter. Und wie man noch sieht, man spielt mehrere Charaktere. Wir werden auch noch Karl spielen, wir werden noch eine Sanitäterin spielen und was weiß ich nicht, was alles. So. Oh, okay, bis dahin. Und nicht weiter anscheinend. Zack. Werfen wir das mal darauf. Zack. Nehmen wir gleich noch eine. So, jetzt müssen wir warten, bis der Typ da wieder nachgeladen hat. So, jetzt. Jetzt kann ich darauf. Okay. So. Knockout, sehr gut. So, den Typen kann man da jetzt nichts machen. Wir müssen jetzt die Drähte da wieder zusammensetzen. Und zwar einmal. Okay, da können wir nicht weitergehen. Oder muss ich zuerst aktivieren, damit er es mir zeigt? Na, da. Einmal, okay. Und noch irgendwo. Oder? Oder nicht? Ist das nur einmal? Tatsächlich. Okay. Na dann. Achso, muss ich da drauf. Okay.
So, und die Brücke ist gesprengt. Perfekt. Er ist unmächtig, der Typ. Ich glaube, er ist der mächtigste Charakter. Na, Emil ist der mächtigste Charakter. Ihr werdet das dann schon sehen. So, da gehen wir jetzt wieder auf. Ich glaube, wir müssen wieder zurück da. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. So, Moment, das kann ich. Ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern. Genau. Das sind die deutschen. Wie nennt man das? Ja, deutschen Granaten, Stangengranaten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, irgendwie so nennt man die. So, dann kommen wir da um. So, und da oben ist eine Leiter. Die kriegen wir, indem wir den Stein darauf werfen. Zack. Die Granate nehmen wir uns wieder mit. Vielleicht brauchen wir es nochmal. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, es ist schon ziemlich lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ja, toll. Das finde ich sehr, sehr nett, dass ich da nach vorne komme und du mich gleich umbringst. Sprinten gibt es hier nicht. Moment, wir warten, bis der da aufhört zum Schießen. So, er ladet nach. Jetzt können wir rein in den Schützengraben. Jetzt warten wir mal, bis er wieder schießt. Zack, 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 zack. Geht sich's aus? Geht sich's aus? Oh, ja, ist sich ausgegangen. Sehr gut. So, jetzt warten wir wieder. Und dann werfen wir die Granate da rein. Na, dreh dich um. Ich glaube, da müssen wir zweimal schießen. Ja. Und zack. Nehmen wir gleich noch eine mit. Aber jetzt wird er so und so flüchten. Okay, gut, ich wollte schon sagen, jetzt wird er getötet, aber gut. So, schnell kaputt. Jawohl, da ist er. Und gleich da in Deckung gehen. So, der Typ flüchtet da jetzt. Müssen wir wieder aufpassen da. Und schnell rein da. Na, meine Fresse, ja. Okay, da können wir da rein. Da haben wir Wein, okay. Kommt der da runter? Ich habe jetzt keine Ahnung. Okay, nein, da bleibt da oben stehen. Nein, das soll's nicht nehmen. Nimm den Wein bitte, danke. Ich weiß nicht. Nein, ich glaube, das geht nicht, okay. Dann machen wir es halt so, so geht's auch. So, da können wir dann nochmal raufgehen. Gibt's da unten noch was? Ja, da gibt's wieder so ein Item, was wir mitnehmen können. Ich werde jetzt aber nicht alle Items einsammeln, nur damit ihr es wisst. Nämlich weiß nicht, wo alles sind. So, da können wir raufgehen. Und zack. Und der steht da Patrouille, glaube ich. Keine Ahnung. Genau. Und er, wie gesagt, er ist der absolute Badass hier. Dank der britischen Unterstützung war der deutsche Plan gescheitert. Die Front verlagerte sich nach Norden und verfestigte sich mit Einbruch des Winters. Die Soldaten gruben sich in einem gewaltigen Labyrinth von Gräben und Tunneln ein, die das Bild vom Ersten Weltkrieg auf ewig prägen sollten. Karls Regiment zog sich bis nach Neuve-Chapelle zurück, in das Feldlager, in dem Emil gefangen gehalten wurde. Hey, Brody! So, dein!
So, der Typ will was zum Essen, allerdings bringen wir ihm das im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch jetzt mal gefallen vom ersten Part her. Schreibt es rein in die Comments, keine Ahnung, kommentiert was, lasst einen Daumen da, damit ihr irgendwas weiß. Ansonsten wünsche ich euch was, macht's gut, tschüss, Baba, euer Herzfehler.